Herzlich willkommen! Wir lösen heute ein Problem, dem bisher viele Nintendo Switch-Spieler gegenüberstanden mussten: Bluetooth-Sound. Denn wer seinen Ingame-Sound der Nintendo Switch-Spiele über Kopfhörer hören möchte, der musste bisher halt entweder hier auf so ein 3,5 mm Klinkenkabel zurückgreifen, das hier oben einstecken, oder halt eben so einen dieser billigen Bluetooth-Adapter, die man auch hier oben einstecken konnte. Ja, oder eben gänzlich auf Kopfhörer-Sound verzichten, wenn man zum Beispiel Kopfhörer hat, die gar keine Kabel mehr haben, wie beispielsweise die Apple AirPods. Tja, eins kann ich euch verraten, kleiner Spoiler, heute lösen wir dieses Problem. Ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Hiermit, mit Genki. Das ist kein Spiel für Nintendos neueste Spielekonsole. Das hier ist ein kleiner, aber feiner Bluetooth-Adapter. Der funktioniert übrigens nicht nur mit der Nintendo Switch, sondern theoretisch auch mit diversen anderen Android-Geräten, dem PC, dem Mac oder der PS4 sogar. Dieses kleine Teil hier ist ein Crowdfunding-Projekt, wurde also über Spenden finanziert. Ich habe es auf Indiegogo gefunden und es ist tatsächlich der einzige brauchbare Bluetooth-Adapter, den es für die Nintendo Switch gibt. Warum? Weil er im Prinzip latenz- bzw. Verzögerungsfrei arbeitet, also so gut wie. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an, bevor wir uns anschauen, wie man das Ganze hier miteinander verbindet. Denn die Technologie dahinter, die ist mal ganz simpel hier auf der Kampagnenseite von Indiegogo erklärt. Wenn wir da mal ein bisschen runterscrollen, hier seht ihr noch ein paar andere Sachen, damit beschäftigen wir uns gleich. Dann sehen wir hier eine Grafik und da können wir einmal sehen, wie das Ganze geht. Habt ihr also so einen Bluetooth-Adapter, den ihr bisher hier oben über den Klinkeneingang eingesteckt habt, dann habt ihr das halt eben über ein Klinkenkabel getan. Und das funktioniert halt eben nur über den Klinkenanschluss und das ist ein analoger Anschluss. Der Ingame-Sound, wie man hier auch schon sehen kann, dieser rote Kreis, der ist natürlich, liegt digital vor und muss dann über einen Wandler, den DAC, den Digital Analog Conversion, dafür steht das, also ein Digital-Analog-Wandler. Darüber muss das halt eben in ein analoges Format umgewandelt werden. Und dann geht das hier über den Adapter, der das Ganze wieder in ein digitales Signal umwandelt und dann über Bluetooth an die Kopfhörer weitergibt. Tja, und dieser Vorgang, der dauert halt eben ein bisschen und deswegen haben wir hier diese Verzögerung. So kann man sich das bildlich so ein bisschen vorstellen. Und dann habt ihr eben den Fall, dass wenn ihr beispielsweise in einem Spiel einen Schuss abfeuert, das Ganze nicht zeitgleich passiert, sondern man hat gegebenenfalls den Fall, dass der Ton ein paar Millisekunden oder Sekunden später ankommt, was für Multiplayer-Games totale Katastrophe ist, wenn ihr da auch noch mit Leuten kommunizieren wollt beispielsweise. Ja, und jetzt löst Genki dieses Problem, indem sie den Ingame-Sound direkt als digitales Signal an Genki weitergeben, der das Ganze dann hier wieder über Bluetooth an die Kopfhörer weitergibt. Das heißt, diesen DAC, diesen Wandler hier, den umgeht Genki im Prinzip komplett. Ganz clever eigentlich. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, wie man das verbindet und mit seinen Kopfhörern dann eben einrichtet, das seht ihr jetzt. Das Ganze funktioniert denkbar einfach. Und das sind die einzigen Dinge, die ihr benötigt. Switch, Genki, Kopfhörer. Zuerst kommt die Switch. Nach dem Hinsetzen schaltet ihr die Nintendo-Konsole ein und schon sind wir bei Schritt 2. Der Genki kommt zum Einsatz. Auspacken, in den USB-C-Eingang einstecken und, oh, Schritt Nummer 3, Bluetooth-Kopfhörer ranholen. Aufsetzen und in den Pairing-Modus versetzen. Nun nur noch einen der beiden Knöpfe am Genki gedrückt halten und fertig. Einen zweiten Benutzer könnt ihr ebenfalls hinzufügen für den Spielspaß zu zweit. Dazu einfach den zweiten Knopf ebenfalls 3 Sekunden gedrückt halten und abwarten. Das Tolle ist, der Genki hat einen eigenen USB-C-Anschluss. Das heißt, ihr könnt die Nintendo-Konsole direkt über den Genki laden. Der Genki verbraucht im Übrigen kaum Batterie von eurer Nintendo-Konsole. Ja, wenn wir jetzt aber mal einen Blick in die Verpackung von Genki werfen, dann sehen wir, da ist nur eine ganze Menge Platz für andere Sachen. Unter anderem für 4 Spiele, aber auch noch für Zubehör. Und was das für Zubehör ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier gebe ich euch schon mal einen kleinen Wink. Wenn ihr das Ganze nämlich hier mal im Tischmodus quasi ausprobiert, dann funktioniert das mit der Switch natürlich ohne Probleme, mit eingestecktem Genki dann aber nicht mehr so gut. Ja, und Genki hat da eine Lösung gefunden und zwar können wir hier nochmal einen Blick auf die Internetseite werfen von Indiegogo und hier sehen wir schon, es gibt separates Zubehör, auch als Set erhältlich, dann wird es auch deutlich teurer. Aber was haben wir denn da? Zum Beispiel haben wir hier eben den Genki Portable Stand. Damit versetzt ihr die Switch ein bisschen nach oben und es ist genug Platz für den Adapter. Also dieser
Ständer hier im Prinzip. Dann gibt es hier noch einen USB-Adapter, den Genki Dock Adapter. So, damit steckt ihr quasi, ihr steckt den Genki in den USB-Adapter und den USB-Adapter in die Switch und könnt so auch im Dock-Mode zocken, also die Switch im Dock und ihr zockt zum Beispiel mit einem Pro-Controller und habt das Ganze auch dann auf euren Bluetooth-Kopfhörern. Super cool. Außerdem gibt es hier auch noch ein Mikrofon. Das kommt in den Klinkeneingang hier oben. So könnt ihr zum Beispiel bei Fortnite dann mit euren Leuten kommunizieren. Also richtig coole Sache auf jeden Fall. Ob man das alles braucht, das bleibt euch überlassen, denn alles in allem kostet das Ganze hier schon mal locker $70, wenn ihr das als Komplettset kauft mit Versand nach Deutschland. Um die $20, glaube ich, nochmal extra, seid ihr dann auf jeden Fall so bei 60, 70 Euro ganz schnell. Und da muss man sich fragen, ob es euch das wert ist oder ob euch hier der Adapter einzeln für, ich glaube, $30, ja, um den Dreh. Ich schreibe es euch in die Infobeschreibung plus Versand, aber dann ist das Ganze auf jeden Fall deutlich billiger. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung, zumindest für dieses Teil hier. Die anderen Gadgets dazu habe ich nicht getestet, weil ich sie eigentlich nicht brauche. Das Teil aber funktioniert tadellos, einwandfrei. Eine klare Kaufempfehlung von mir. Link zu Indiegogo, wie gesagt, in der Infobeschreibung. Und ja, das lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.